hier aus Hamburg und wir wollen heute amerikanisch kochen. Ja, gibt's sowas überhaupt? Wird in Amerika überhaupt gekocht? Das wollen wir fragen. Und zwar Alfons Schubeck, Steffen Hensler, Nelson Müller, Horst Lichter und Kolja Kebert. Boxer, ne? Boxer, der feine Herr. Moin, moin. Markus Lanzmann. Grüß dich, Tim. Ich freu mich. Horst. Moin, moin. Moin, moin. Alles gut? Super. Ja? Moin. Ja, läuft, ne? Sehr, sehr schön. Horst, wir beide, haben bei diversesten Gelegenheiten schon sehr häufig über die, sagen wir mal, die notwendige Größe von Fleisch gesprochen. Ja. Und sind immer zum Ergebnis gekommen, dass alles unter 400 Gramm Carpaccio ist. Richtig. Aber die große Frage ist, was ist das? Das ist ein Steak für den bayerisch urwüchsigen Mann. Ja. Ne? Und da würde ich mal sagen, da hat man gerade mal die Hufe abgeschlagen, den Kopf weggelegt und fertig. Das ist ja Wahnsinn, Alfons. Was ist das für ein Fleisch, sag mal? Also hier haben wir zwei. Also wir haben gesagt, wir machen heute... Warte mal, ich habe Schau das mal. Eins, das kannst du das mal in Großaufnahme zeigen? Also das ist jetzt ein... Das Ding ist, Alfons, das Fleisch wird noch größer, wenn sich so ein zarter Nelson daneben stellt. Vielleicht... Das ist jetzt die Lende und das Filet. Hier. Hallo. Entschuldigung. Da raucht's. Ja, da raucht's. Das ist jetzt die Lende, hier, und da ist das Filet noch dran. Hier ist nur die Lende. Horst, schau dir das an. Da ist aber der Deckel noch ein bisschen besser drauf. Deswegen, also hier hast du es praktisch so rausgeschält, plus dem Filet, das ist der Knochen noch dran. Das braucht jetzt ein bisschen länger, deswegen habe ich es eigentlich schon reingegeben. Unglaublich. Aber wir braten das jetzt auch. Das ist auch schön marmoriert. Ja, super. Das ist noch ein bisschen besser marmoriert, genau, ich habe es jetzt angebraten. Und das ist, wie lange und wie gasst du das? Also normalerweise gehört das jetzt super, angebraten, ne? Bei 130 Grad für 15 Minuten rein. Und dann runter auf 100 Grad. Ne, wird das sensationell. Und dann, aber wir haben ein bisschen, wir müssen ein bisschen höher gehen. Also ich bleibe jetzt bei 130 dann. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch fertig ist, weil es innen noch so schön kalt ist. Und normalerweise muss ich es rauslegen, eine halbe Stunde hier draußen liegen lassen. Halbe Stunde, bis es Zimmertemperatur hat. Weil dann saftelt es auch nicht so aus. Es gibt die Flüssigkeit nicht so raus. Und dann, wie lange gasst du es dann? Ja, normalerweise eine Stunde. Eine Stunde? Ja gut, das ist natürlich nicht zu schaffen, deswegen hast du schon was vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, was dann wird. Okay, schauen wir mal, was passiert. Der große Unterschied beim amerikanischen Rindfleisch ist, dass es meistens noch dry aged ist. Das heißt, es ist trocken gereift. Hier bei uns in Deutschland kriegt man meistens Fleisch, das ist wet aged. Das heißt, es wird geschlachtet, zerteilt und dann vakuumiert. Und dann legt man es irgendwo hin, zwei, drei Wochen. Das ist dann nicht das Abhängen wie früher, sondern das ist ein Reifen. Aber das schmeckt natürlich anders. Mhm. Es verliert nicht so viel Feuchtigkeit, aber es schmeckt natürlich anders, weil der Sauerstoff nicht rankommt. Und in Amerika wird es Fleisch dry aged verkauft, das heißt, es wird trocken gereift, verliert Feuchtigkeit, hat aber einen viel, viel intensiveren Geschmack. Das ist ein Erlebnis für sich. Wow, dry aged. Thank you for erklären this. Und wir haben ja dry aged. Du kennst ja sicher den Namen. Ja. Also T-Bone. T-Bone, ja, klar. Also das wäre jetzt ein T-Bone, wenn es in der Mitte nochmal durchschneiden würde, das ist das so ein Portionsstück dann. Ja. Für einen. Und Porterhouse heißt Porter. Der, wo das Filet dran ist, so wie das da drin. Das heißt normalerweise Porterhouse. Okay. Und wenn es jetzt die Hälfte von dem wäre, also nicht quer, sondern der Länge nach durchgeschnitten, dann wäre es ein T-Bone Steak. Da ist auch noch, das ist dieser T-Knochen. Ja, und Porterhouse aus dem Grund, weil die früher wahrscheinlich immer Porter getrunken haben in den Gaststätten und Kneipen. Bier. Und ein gescheites Steak dazu gegessen haben und da kommt der Name dann her. Okay. Und herrlich. Ich mache jetzt das Porterhouse Steak mit einem Caesar Salad. Und eine Barbecue- oder Grillsoße, die man sie jederzeit locker selber machen kann. Ein Traum. Okay? Werden wir gleich ausführlicher darüber sprechen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Alfons hat es eben gesagt, oder ich glaube, Kolja war es, der sagte, das Fleisch muss schön abhängen. Abhängen ist auch jedes Stichwort, aber eher so chillig gemeint. Nelson Müller ist da, Steffen Hensler ist da. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Das waren seine Fans. Also, Steffen, freue mich sehr, dass du gerade heute zu dem Thema da bist, amerikanische Küche. Amerikanische Küche zunächst mal ist etwas, das dir geläufig sein müsste, weil du längere Zeit in Kalifornien verbracht hast. Genau, richtig. Damals 3 Monate, Ende der 90er.
Aber als du im Lotto gewonnen hattest. Als ich im Lotto gewonnen habe und dann rübergegangen bin auf die Sushi-Schule. Ich glaube ja, die Geschichte bis heute nicht so richtig, aber sie stimmt. Ja? Sie stimmt wirklich, sie ist nicht ausgedacht. Du hast im Lotto gewonnen. Genau. Ich habe damals Fünfer, Sechser? Fünfer. Im System. Teamschein. Wie viel Geld gewonnen? Kohle? 44.000 ja. Mark. Ah. Noch echtes Geld. Ja? Ja. Zur heutigen Zeit wahrscheinlich 52.000 Euro. Wahnsinn. In der guten alten Zeit. In der alten D-Mark-Zeit. Ja, sensationell. Okay, und dann nach Amerika, nach Los Angeles, an die Sushi Academy. California Sushi Academy. Ja. Richtig. Da 3 Monate gelernt. Und Academy sagt natürlich der Mann von Welt. Das ist schon klar. Das heißt so. Ja. CSA. CSA. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Sushi Academy. Ja. Hallo. Weißt Bescheid, ne? Ja, natürlich. Und dann hast du dort Erfahrungen natürlich gemacht mit der amerikanischen, eher dann so ein Crossover, ne? wie wir New York-Freunde sagen, ein Crossover. Ein Crossover. Cuisine Pacifique, wie der Franzose sagt. Ja. Genau. Cuisine Pacifique. Cuisine Pacifique. Gibt es so als Pacific? Begriff, ja? Pazifische. Weißt du, da hast du die Westküste, dann hast du den schönen Pazifik, hast du ein bisschen Hawaii, dann kommt immer Japan und das ist dann diese Melange, die man dann macht. Genau, das ist eine ganz tolle Küche, da ist auch vorne. Aber zunächst mal, amerikanische Küche gibt es so als solche und ist wie weit entwickelt? Weil wir immer das Gefühl haben oder gerne mal mit so einer gewissen Arroganz drangehen und sagen, na, die Amis, mein Gott. Ja gut, ich meine, die amerikanische Küche ist halt sehr unterschiedlich. Bist du an den Küsten, hast du unheimlich viele internationale Einflüsse, vor allem asiatische Einflüsse. Gehst du ins Innere, dann wird es ein bisschen fleischlässiger, auch ein bisschen fetter meistens und ein bisschen größer und ein bisschen all you can eat und sowas, ne? Genau. Die Abteilung da hinten, ja. Da hinten, richtig. Aber du kannst zum Beispiel auch, also es gibt eine unheimlich hohe Sushi-Kultur in Amerika. Mhm. An den Küsten sowieso, durch die ganzen japanischen Einwanderer. Aber du hast auch in der Mitte, du kannst in Arizona, kannst auch super Sushi essen. Also da ist wirklich eine Kultur, wie bei uns vielleicht, wie es Chinesen gibt, gibt es da Sushi-Läden. Aber die wirklich gute Qualität machen. Okay. Deswegen gehört zur amerikanischen Küche mittlerweile auch Sushi. Sushi und du machst uns eine Sushi-Rolle mit Rind. Ja, Rindfleisch in Amerika, ne? Ist vielen nicht geläufig, habe ich neulich das erste Mal gegessen und fand ich fantastisch. Ja, du musst halt immer so Sushi mit drin, die ist super. Ja, es ist, wenn du es gut machst, kann es richtig lecker sein. Genau, was ist das Geheimnis? Also wir machen halt eine normale Sushi-Rolle, gefüllt mit gebackenem Lauch und Gurke, wird eingeschlagen, Reis außen. Dann kommt hauchdünnes Rumsteak, schön plattiert, wird drum gelegt, bisschen festgedrückt. Und diese Rolle wird dann gegrillt von außen. Also das Fleisch wird noch angegart. Wollen wir einfach mal loslegen, ein bisschen? Hast du Langeweile? Wir sind gerade 5 Minuten hier, Alter. Wie soll ich das denn fertig haben? Ich kann nicht drüber reden. Können wir es doch einfach mal tun. Ja, klar. Oder nicht? Reiswaschen. Wir haben nämlich den... Genau. Mit Reiswaschen geht schon mal los. Ja, das ist ja das Geheimnis von Sushi, ist ja der Reis. Genau. Da stirbt und fällt alles mit. Es gibt Reisbaby. Es gibt Reisbaby. So, und du musst ihn... Ich sag mal hier, ganz sanft waschen. Die meisten machen schon den Fehler, beim Reiswaschen, da schon reinzugehen. Nach Motto, je doller ich ihn wasche, desto sauberer wird er. Was vielleicht stimmt, aber im Umkehrschluss hast du das Problem, dass die einzelnen Körner zerbröseln durch diesen Druck. Und wenn du es dann kochst, hast du natürlich so einen Reismatsch und nicht mehr diesen schönen fluffigen Reis, den du brauchst. Milchreis. Genau, richtig. Ja. Deswegen musst du ihn ganz sanft waschen. Da geht das mit los. Siehst du, eine Minute... Traut man ihm gar nicht zu, dass dieses ganz Sanfte, dass er das auch kann. Ja? Das Ding ist immer, dass wir machen ja auch manchmal Sushi und so. Und das ist halt gar nicht so einfach. Man denkt, das ist ein bisschen Reis kochen, ein bisschen rollen und so. Aber es ist richtig was dahinter. Das ist richtig. Du musst so, du wäschst den also ganz sanft. Ganz sanft. Du die Finger so durchstrecken, als wenn ich den Rücken massiere. Wie oben in der Garderobe immer. Weißt du, guck mal. So bin ich hier auch. Ja. Ganz vorsichtig. Dann siehst du, löst sich der ganze Dreck. Ja. Ich zeig das mal. Meine andere Schüssel rein. Ja. Weniger löst sich der ganze Dreck. So, guck mal. Siehst du jetzt hier? Das ist richtig milchig. Ja. Und jetzt würdest du so weit abgießen, bis alles raus ist. Ja. Dann immer mit frischem Wasser auffüllen und immer wieder abgießen. Und wieder ungefähr 4-5 Mal. Macht man das ganze Spiel. Macht man das, genau. Okay. Und dann gibt es noch die große Frage, wie koche ich den Reis? Ja. Eigentlich in einem Leben, wo ich gearbeitet habe in Amerika und Kumpel von mir in Tokio auch in Läden, alle im Reiskocher, weil es ja gleichmäßig heiß wird. Aber es gibt zu Hause eine wunderbare Regel, 4x10-Minuten-Regel. Also Reis ist gewaschen. Ja. Du gibst ihn in einen Topf mit 1:1 Wasser. Okay. Also 100 Gramm Reis, 100 Gramm. So. Deckel drauf, die ersten 10 Minuten stehen lassen. Kapiert? Im Topf. Ja, heißes Wasser? Kaltes Wasser, damit er nicht gart. Okay. Erstmal kaltes Wasser. Erst stehen lassen. Ja. Die nächsten 10 Minuten auf dem Herd, halbe Hitze. Dass es langsam heiß wird. Ja. Also das ist eine Stufe 1 bis 10, ungefähr auf 4 oder so. Okay. Die nächsten 10 Minuten, die dritten 10 Minuten, Vollgas. Ja. Und die letzten 10 Minuten zur Seite stellen und ziehen lassen. Respekt. So ungefähr. So macht man ganz wichtig, ja? Ja, okay. Gut. Kleine Kochschule und eine Sache noch. Super. Wichtig ist,
Also, Spieß über, also erstmal stehen lassen. 10 Uhr stehen lassen, bisschen Hitze, volle Hitze, stehen lassen. Und wichtig ist noch für Sie zu Hause auch, wenn man Reis im Topf kocht, möglichst einen breiten Topf nehmen. Nimmst du einen Topf, der sehr hoch ist, ist die Gefahr, dass der Reis oben noch knackig ist und unten verkocht, sehr groß. Je breiter man geht, desto besser ist es. Im Reiskocher ist egal, da ist diese Rundumhitze, das kommt dann langsam nach oben. Toll. So viel zum Reis. Steffen, wenn du das Ding säuerst, diese Sushi-Rolle, und dann auch rollst, sag bitte Bescheid. Ja? Ich werde sie nur rollen und nicht säuern, Herr Lanz. Ja, aber den Reis meine ich jetzt, den musst du noch säuern. Den Reis habe ich mal in bester Schubig-Manier fertig mitgebracht. Der Alfons macht ja sowas. Nein. Der Alfons macht sowas. Bitte, macht ihr das unter euch aus? Ich hab damit das nichts nennt man zu tun. Organisation. Ja. Die bayerische Schrankwand hat gesprochen. Also, sehr gut. Schön, dass du da bist, Steffen. So. Aber sag uns trotzdem hinterher. Ich sag dir, wenn das läuft. Ja, und ich würde gerne mal so eine Sushi-Rolle mal selber versuchen zu. Ich hab's befürchtet. Ja. So, dann begrüßen wir sehr, sehr herzlich Nelson Müller, der hier neben mir steht. Sag ich doch, sag ich doch. Der uns macht The Big Apple, und dahinter verbirgt sich Cox Orange oder Orange? Oder wie genau, Cox Orange oder... Wie spricht man das aus? das ist was anderes. Wir nuscheln das so weg. Ja, Cox Orange mit Trüffel und Gänsestopfleber gefüllt. Und direkt die Frage, ist das denn politisch korrekt, hier mit Gänsestopfleber zu arbeiten, Nelson? Ja, ich hab Bio-Gänsestopfleber bestellt. du kennst ja diesen Trick mit dem Licht an- und ausmachen, die werden nicht mehr gestopft mit dem... Erzähl das mal kurz, das ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Ich, ne? Ja, das habe ich von Alexander Herrmann, genau. Der hat mir das nämlich mal gezeigt. Da wird halt das Licht immer an- und ausgemacht. Die denken dann immer, es ist Tag und es ist Nacht und gehen dann von selber zum Fressen. Ja, weil die ganze... Das hat der Herrmann erzählt? Ja, ja. Das hast du geglaubt? Ja. Nein, aber es scheint tatsächlich... Komm. Ich finde, das klingt super, oder? Das klingt super, oder? Also ich finde, das ist eine super Geschichte zum Erzählen. So. Nein, aber ich glaube, dass das tatsächlich genauso ist. Nein, es ist so. Ja. Und wir sind uns doch einig, irgendwie, dass das... Auch Kalmund-Syndrom. Ja. Licht an, Licht aus. Schatz, Schabonga. Ja. Ganz schnell, Nelson, wie machst du es heute? Ja, also das ist ein Gericht von meinem Lehrmeister Henry Bach. Ja? Und das ist der Apfel hier ausgehöhlt. Ja. Dann mache ich gleich eine Farce. Kann man entweder aus Kaninchenfleisch machen oder hier aus Putenfleisch, ganz normale Geflügelfarce. Da kommt ein bisschen Trüffel rein. Ja. Und diese Farce werde ich hier in diesen Apfel reinstopfen. Und hier habe ich Mangold, den habe ich blongiert, da werde ich gleich so eine Matte draus legen. Und dann schneide ich aus der Gänsestopfleber gleich so Würfel. Und die wird ein bisschen mariniert und dann mit diesem Mangold eben ummantelt. Und dieses Stückchen kommt dann hier rein in den Apfel. Super. Und der bereits Farce ist. Dann nochmal Farce, ein bisschen oben drauf. Dann der Deckel wieder drauf. Und dann wird das Ganze hier eingeritzt, damit das nicht aufplatzt. Ja. Und kommt dann für 8 Minuten bei 180 Grad im Ofen. Ne? Und dann kann man das nachher hier wunderschön aufschneiden. Und dann hast du halt ein schönes Schnittbild. Und das ist bin ich gespannt drauf. Mein Big Apple, New York, Amerika. Da freuen wir uns drauf. Nelson Müller, meine Damen und Herren. Nelson, danke schön. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich Kolja Kleberg, der uns macht einen Blackened Catfish mit was? Blackened Catfish mit Mokshu. Mokshu? Mokshu. Ja, aber genau. Es ist sehr französisch, oder? Das hört sich sehr französisch an. Mein Gericht ist auch kein, oder andersrum, mein Gericht ist eigentlich ein typisch amerikanisches Gericht, weil es nicht amerikanisch ist. Amerika macht ja, oder Amerika holt einen großen Reiz davon, dass viele Kulturen da absolut wirklich auch eine Heimstätte gefunden haben, ob das japanisch, chinesisch, französisch ist. Es gab im 18. Jahrhundert ja Kriege zwischen England und Frankreich, was Kanada anging. Französische Siedler, die sich dort in Kanada angesiedelt hatten, die sind von dort vertrieben worden. Die sind nach Louisiana gegangen und haben dort eben ihre französische Kultur mitgebracht. 1803 ist dann Louisiana durch einen Grundstückskauf, durch den größten Grundstückskauf der Geschichte, an die USA gegangen. Aber die Franzosen waren eben da. Und die haben dort in Louisiana, New Orleans, Mississippi Delta, das ist so ihre Ecke,
Dort haben sie eben ihre Küche gelassen. Mhm. Sie sprechen dort immer noch halb Englisch, halb Französisch, haben eine ganz eigene Musik, wie Country mit französischen Texten. Ja. Und die Cajun, wie sie sich nennen, die Cajun von Acadien, das sind die, die eben aus Kanada gekommen sind, die Cajun, die haben auch ein paar Gewürze von den Kreolen, von den den Sklavenkindern sozusagen übernommen. Von den Ureinwohnern dieser, von den Indianern dieser Gegend da, also aus den Sümpfen vom Mississippi-Delta. Natürlich gehört Mais dazu und dieses Mokshu ist eben Paprika, Staudensellerie, Tomate, Mais. Da kommt dann ganz unamerikanisch ein bisschen Sahne dazu und das ist die Grundlage für den Blackened Catfish. Dieser Blackened Catfish ist was? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Das ist im Grunde genommen ein Wels. Man könnte es aber auch bei uns mit Waller, so nennt sich das bei uns, der Fisch machen. Wobei der Catfish eine andere Art ist. Und das Blackening, dafür werden bestimmte Kräuter und Gewürze zusammengemischt. Also der Fisch wird geschwärzt. Der Fisch wird regelrecht darin paniert quasi. Ja. Nur eben ohne Brot und dann ganz scharf in der Pfanne geröstet. Das gibt eine fast schwarze Kruste oder Haut. Und das ist dieser typische Geschmack. Ja. Ich habe hier ausnahmsweise mal getrockneten Oregano, Thymian, Kreuzkümmel, süßen Paprika, scharfen Paprika. Okay, das machst du so nach... Kommt zusammen. Koriander. Das ist der letzte. Körner, kann ich natürlich auch so dazu geben. Das wird gemörsert. Ja. Ich weiß nicht, warum ich immer vorbereitet komme. Das ist im Grunde genommen die Gewürzmischung, in die der leicht gesalzene Fisch dann eingetunkt wird und dann kommt es in die Pfanne. Herrlich. Mokshu, dafür habe ich den Mais vorbereitet. Wenn man mal Mais machen möchte, ich habe das auch früher als Kind so vom Feld mal mitgenommen, habe zu Hause probiert, es dann zu machen oder habe meiner Mutter gesagt, komm, mach mir mal so einen Maiskolben so zum Abknabbern. Und der hat stundenlang gekocht und der wurde und wurde nicht weich. Warum? Das war Futtermais. Also nicht zum Essen eigentlich gedacht, sondern für die Viecher. Und das ist hier? Das ist Zuckermais. Mhm. Den habe ich in Alufolie mit Butter und Zucker. Ganz wichtig, kein Salz. Mhm. Salz verhindert, dass der Mais weich wird. Den habe ich in Alufolie gegeben, auch ein bisschen was vorbereitet. Eine Stunde einfach in Alufolie bei 200 Grad im Ofen laufen lassen. Doch so heiß, ja? Relativ heiß. Gut, und die Alufolie kommt da, Muss quasi in sich schwitzen. Und dann wird er doch recht knackig. Ja, sehr schön. Und diese Süße ist ja deutlich, deutlich aus. Also, freuen wir uns drauf. Kolja Kleeberg, ein amerikanisch-französisches Gericht. Alfons, wir reden gleich über dein gigantisches Stück Fleisch und freuen uns zunächst mal, dass Horst Lichter bei uns ist. Servus, Horst. Danke. Der uns macht. Horst, ja. Der uns macht. Das ist ein seltsamer Name auch wieder. Cupcakes. Ja. Cupcakes, ja? Cupcakes. Also Schnabeltassenkuchen. Ja, so in etwa. Ja. Ja. Jummy, jummy. Ja. Yummy, yummy. Ja, mehr fiel mir nicht ein dazu. Yummy, yummy. Gut. Ja. Gut. Also im Prinzip sind es Muffins. Ja. Ja. Die sind schon im Backofen. Zeig mal. Guck mal da rein. Kann man das kurz aufmachen oder? Ja, probier mal. Wenn die kaputt gehen, habe ich wenigstens eine Ausrede. Ich erinnere mich mit Grausen an das Soufflé von Herrn Hensler, das damals. Obwohl ich glaube. Entschuldigung, falsches Thema. Ich weiß. Hä? Nein, alles gut. Alles gut. Oh. So, die sehen aber schon gar nicht falsch. Und in der Mitte ist ein Stück Bitterschokolade, was jetzt langsam während des Backens des Muffins schmilzt. Das heißt, die werden nachher dann einen schönen flüssigen Kern innen drin haben, in Schokolade. Super. Herrlich. Ja, das ist ganz was Feines. Du isst gerne Muffins, ne? Ich liebe Muffins. Weiß. In Amerika ist das allerdings noch weitaus schlimmer. Ich habe gehört, da gibt es Landstriche, da werden die Babys morgens schon mit einem flüssigen Muffin gefüttert. Ja. Ne? Was ist das für ein Teigkauf? Das ist kein Teig, das ist jetzt die erste Vorbereitungsstufe fürs Eis. Ich werde noch ein Walnusseis machen. Mm. Und zwar habe ich hier, ja, ich habe schon ganz viel gearbeitet dafür. Walnusseis? Ja. Super. Ich habe Walnüsse mit ein bisschen Wasser und Zucker ein bisschen einreduziert. Die stehen jetzt gerade im Kühlschrank zum Kaltwerden. Ja. Dann habe ich Sahne aufgeschlagen. Hier drin habe ich jetzt 5 Eigelb, Zucker, Milch. Mhm. Das wird bis zur Rose aufgeschlagen. Dann kommt nachher alles zusammen mit Ahornsirup und geht dann ab in die Eismaschine rein. Das heißt, das ist schon einiges an Arbeit heute. Fein. Ahornsirup, natürlich typisch nordamerikanisches Produkt. Ich sehe Erdbeeren wahrscheinlich für die sind nachher Deko.
für die Dekoration. Das auch? Die Marshmallows. Muffins, die Marshmallows sind auch ein bisschen zur Dekoration. Was hast du hier? Da habe ich nochmal Ahornsirup drin. Nochmal. Falls irgendwas schief gehen sollte. Okay, und da auch? Ja. Man braucht ja immer so mehrere Geschichten davon. Absolut. So, und interessant ist bei dem Muffinteig, der ist mit Buttermilch gemacht worden. Das heißt also Mehl. Mit Ei, mit Zucker, mit Prise Salz drin, Backpulver und dann Buttermilch. Das heißt, dadurch bekommt man einen wunderschönen festen Teig. Ja. Und ich hoffe, dass der nachher so aufgeht, wie er soll. So, und das ist jetzt aufgeschlagen zur Rose. Das haben ja meine Kollegen schon oft genug erklärt, was das ist. Vom Löffel andersrum reinblasen, wird zur Rose. Genau. Und jetzt hole ich mal ganz kurz, wenn du eine Sekunde Zeit hast. Soll ich mal weiter? Nein. Nee, die anderen Zutaten, dann mische ich alles zusammen. Steffen, bist fertig mit Glocken? Hast du, Horst, irgendeine besondere Beziehung zu Amerika? Weißt du, bist ein großer England-Fan. Was ist mit Amerika? Amerika, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Ist auch weit weg von Rommerskirchen. Ja, obwohl, ich war da. Ich war zweimal in Amerika. Wo warst du denn? In Las Vegas, aber das ist ja nicht Amerika. Oh ja. Das ist ja eine ganz andere Welt, wenn man da am Flughafen ankommt und ist sozialkritisch eingestellt, nimmt man sich am Flughafen schon das Leben. Ja. Ja? Das stimmt. Ist ja so. Ne? Ja. Die sind ja. Ich war da noch nie. Ja. Hab ich da was verpasst? Ja. Ja? Also, die haben wirklich da einen Schwer an der Waffel. Das ist unfassbar. Das glaubt ihr. Wobei meine Lieblingsgeschichte immer noch die ist, wie du doch mit deinem Freund. Ja. Franz. Mit Franz, ja. Genau. Ja, das war sehr geil. Das war mein erster Flug in meinem Leben überhaupt nach Amerika. Genau. Da ist vorher noch nie im Leben geflogen, immer davon gehört. Und dann haben mich Kumpels natürlich bekloppt gemacht und haben gesagt, boah, Alter, im Flieger, das geht ab, dagegen ist Moped gar nichts, ja. Und ich Panik ohne Ende in dem Flieger. Und dann haben wir uns dann ein bisschen Mut angetrunken mit Kaffee und so einem irischen Creme-Whisky. Das knallt wie Sau. Ja. Und haben dann noch eine Schlaftablette dabei genommen. Das war falsch. Ja. Weil das in Verbindung mit dem irischen Creme-Whisky und dem Kaffee, das macht alles andersrum. Ja. Wir waren die Einzigen, die 9-Stunden-Flug so im Flieger saßen. Hellwach, ja. Topfit, ja. Also wir konnten überhaupt nicht schlafen. Hatten allerdings dann immer weiter getrunken. Baileys, dieses Zeug, ja. Und Kaffee und waren granatenvoll. Und bei der Landung haben wir vergessen, dass wir eine Zwischenlandung haben. Und die war in Chicago. Und wir hatten uns im Flieger aber schon umgezogen auf Las Vegas. Das heißt, kurze Hose, Adiletten, Hawaii-Hemd, Hut. Und das war im Januar. Und in Chicago haben die Winter. Die neuen kalt im Winter, ja klar. Boah. Alter Schwede. Ja, super. Er hat mir das mal erzählt. Ja. Jetzt ohne Scheiß, als wir aus dem Flieger ausgestiegen. Allein bei der Landung, mein Kumpel Franz guckt aus dem Fenster, Alfons, sieht den Schnee, guckt mich an und sagt, die haben sich verflogen. Dann habe ich gesagt, die haben sich nicht verflogen, die haben den Navigator an Bord. Und dann guckt Franz mich wieder an, guckt wieder raus und er sagt, dann ruf mal die Kellnerin, dann haben sie uns entführt. Sehr geil. Ne? Ja. Wir haben uns verflogen. Ja, wir haben uns verflogen. Den zweiten Teil der Las Vegas-Geschichte, nämlich erzähl ich später. Aussteigen mit Zwischenlandung in Illinois und Kaktusbeinchen. Also eins, ja genau, das alleine, weißt du, wenn du aussteigst und hast diese kurzen Hosen an. Ja. Ja. Und die haben da 12 Grad Minus. Ja. Da stehen die Haare ab. Ja, da kannst du dich vorstellen, das sieht aus wie ein Igel in der Brunftzeit. Großartig. Ja, das ist schön. Ja. Horst Lichter, meine Damen und Herren. So. Stell dir mal vor, so ein Rheinländer, der schreit, wir haben uns verflogen. Ja. Macht großen Sehr Spaß. Sehr schön. Ja, also, Rindfleisch plattiert, Steffen? Genau. Glatt gemacht. Ich habe jetzt zwei. War nicht zu überhören, muss man sagen. Ja, ging leider nicht anders. Ja. Pass auf, Digga. Ja, so, Digga. Danke. So. So. Jetzt kannst du da rein. Ich habe schon mal zwei vorgemacht.
Ja. Deswegen, weißt du, so zwei auf sicher schon mal haben. Ja. Gut. Du, ich muss erst die Hände waschen, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Das hilft immer. Ich aber so weiß, ob wir die Rolle essen, eigentlich egal. Nee, ich will das jetzt einmal selber können. Ja, ja, alles cool. Alfons, hast du schon mal Sushi gemacht? Und sagen wir mal weniger wie du. Ja. Hier, nimm den. Okay, jetzt. So, jetzt hier. Ich will zu du fängst hier an, hältst das Blatt fest und mit der Hand verteilst du den Reis erstmal der Länge nach. Ach, ich verstehe. Wie jetzt? So, oder? Nee, von oben. Ganz von leicht. Oben? Ach, so. Leicht. Leicht. Nicht drücken. Fingerspitze. Spielst du Klavier? Ja. Gut, genau so. Jetzt Klavierspiel oder was? Genau, schön nach hinten ziehen. So. Nee, bisschen auch mitnehmen, den Reis. Ach so, ein bisschen mitnehmen. Ja. Okay. Ist gut, ist aber gut. So, ein bisschen mehr. Okay, bis zum Ende, bis zum Ende. Das ist Reisklavier, das wir hier genau, gerade weil ganz ja. wichtig ist, pass auf, ich will dir einmal kurz zeigen, ist, dass du mit den Fingerspitzen arbeitest. Wenn du jetzt schon ja. anfängst, hier so zu drücken, ja. dann wird die Rolle sehr fest. Okay. Und das kriegst du nicht mehr weg. Deswegen, gut. guck mal hier, so, jetzt hier so ein bisschen ja. Reis mit den Fingerspitzen, kurz ein bisschen ach, rumspielen. Super, jetzt kannst super. Du hier wegnehmen, ein ja. bisschen verteilen. Mach ja. mal, das kriegst du ja bisschen hin. Verteilen, ja. Ja, du hast zwei Hände, ne? Ich hab, beide. Also, Entschuldigung. Gut. Ja. Ja. Das ist ja auch praktisch, ne? Ja, ja, das geht schneller, das geht doppelt so schnell. Das ist ja sensationell. So. Okay, habe ich noch nie gemacht, wirklich. Okay, man versucht jetzt aber natürlich. Nicht, ne? Wir haben das schon mal gemacht und ich bin damals gescheitert, kläglich. Ja, aber guck mal, sieht doch schon mal gut aus. Oben lässt du eine Spur frei, damit es halt besser zusammenklebt. Und hier versuchst du so viel wie möglich abzudecken, dass du keine Löcher in der Rolle hast. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und du siehst, guck mal, wir haben nicht doll gedrückt und der Reis hält trotzdem fest. Ja. Okay, gut. So. Okay, bisschen Wasabi. Wasabi, ja. Ja. Ah, jetzt machen wir hier so eine Inside-Out. Ja, machen genau, wir jetzt hier. Richtig. Ach du meine Güte, das ist ja, ja ganz hohe Kunst. Genau. So, jetzt nehme ich, gehe ich da so rein. Das heißt, der Lanz kocht, ne? Also, ja. Zieh durch. Ja. So. So, schön. So. Genau, jetzt als Füllung. Gerne ein bisschen mehr. Ich hab's gerne ein bisschen schärfer. Okay. Ja. Jetzt pass auf. Avocado. So, Avocado. Darf nicht fehlen, weil es immer eine gewisse Cremigkeit gibt. Packen wir dann so drauf, ja? Richtig. Gut. Sehr schön. So jetzt bisschen. Ein wenig Gurke, habe ich hier vorgeschnitten für dich. Oh, danke schön. Ja. Auch wichtig für zu Hause, Gurke immer dünn schneiden. Manche ja. hauen immer so einen Block rein ja. und dann beißt du wie aus so einem Kanten drauf. Deswegen immer die Gurke auch in feine Streifen ah, schneiden. Ah, super. Herrlich. So könnte es gehen, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht jetzt gut haben aus. Wir frittierten Frühlingslauch. Wow. Ja, also hast du auch schon mal was vorbereitet auch? Tempura. Tempura, genau. Tempura-Teig ja. angerührt. Mhm. Guck mal, wichtig ist, dass du bis zum Ende der Rolle gehst. Und hier legen wir ah ja, da kommt Stücke. Ja immer noch was raus. Ne, genau. Ja, okay. Und jetzt wird's eingeschlagen. Oh, also. Jetzt wird's heikel. Pass auf, das müssen ja. wir. Gut. Genau. Mhm. Nicht zu feucht, weil guck, du siehst, das tropft jetzt. Ja. Wenn das in den Reis ich kommt, fällt ganz das auf Nummer kommt. Sicher gehen jetzt. Ja, ja, aber dann fällt der ganze Reis wieder von der Rolle ab. Ach so, das wollen wir gehen. Guck mal, jetzt einmal so rüber und dass du bist sozusagen einrollen. Ja, so einrollen, so schön so. So, gut. Das da drüber, so ein ja, bisschen so. Das ist bisschen unten klebt natürlich. Genau, jetzt schlägst du einmal ja, über. Ja. Ja, pass auf, nee, ich komme so, hier so. Hin. Sehr gut. Okay. Das haben wir schon erledigt. Okay. Das gut. sieht schon mal gut aus. Gut. Jetzt kommt oben drauf das Fleisch. Okay. So. Ach, das war der Krach eben. Ne? Genau, ja. ja. Das war der Krach. Gibst du da drauf, sehr gut. Schön. Okay, Sushi mit Geräuschen. Jetzt machen. Hast du hier diese ja. Bambusmatte ja. in Folie eingewickelt, damit es nicht klebt. Was kannst du mitessen? Ja, er ist die Bambusmatte. Bambusmatte, ja, ja. Und sagt immer, oh, wie knusprig das Sushi. Ja. So, okay. Drauf. So, und dann drauf. So. Drauf. Und jetzt. Ah, jetzt pass auf. In so, Form ne? bringen. Guck, drei Fingerregel. Pass auf. Ganz einfach. Zwei außen, ein oben. Auf jeder Hand. Ah, okay. So. Und nur in Form bringen. Kein Druck. Ganz sanft, Herr Lanz. Ja, 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 ja. Schön machst du das. Nicht bloß mit uns, wenn du machst. Ja. Sieht gut aus. Kein gut Druck. Aus. Kein Druck. Guck mal, jetzt machst du hoch das Ding. Das ist wie frisch verliebt. Guck mal. Ja! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Ja! Ja. Entschuldige mal! Ne? Vor allem, was recht ist! Irgendwo, hör mal auf! Ja! Ist das jetzt fertig? Nee, jetzt! Jetzt! Und jetzt geht's erst los. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. Jetzt wird diese Rolle halbieren. Wird angegrillt außen. Das ist auch interessant bei ja. deinem Gericht heute. Du grillst das von außen an. Genau, wir machen jetzt hier, wir würzen jetzt die Rolle. Das heißt, wir lernen, es gibt auch Sushi, das gekocht, gebraten, gegart genau, genau, wird, ja? genau. Muss so. Nicht zwangsläufig... Innen drinnen hast du das knusprig. Jetzt kommt außen ja. Togarashi-Pfeffer. Togarashi? Sehr scharf. So, kommt oben drauf. Togarashi-Pfeffer. Togarashi-Pfeffer, ja. So, jetzt wird auf. So, okay. Die Rolle, bisschen mit Öl. Ja. Sie ist oben noch ein bisschen leicht gesalzen. Ja. Jetzt hast du hier die heiße Grillpfanne. Ja. Und jetzt kriegt es von oben... Also nur von oben wird es gegart. So eine schöne Grillspur. Das gibt, wie man sagt, ein schönes Röstaroma noch in super. Diese Rolle. Und obendrauf kommt so eine leicht süße Teriyaki-Soße, ein oh. bisschen Sesam. Und dann rufe ich euch zum Essen, würde ich sagen. Ein Traum, Alter. Frau Hensler. Ja. Vielen, vielen Dank. Mhm. Mama Hensler hat gekocht, du. Sensationell. Großartig. Alfons, wie schaut's aus? Gut.
Ja? Schaut gut aus? Wie ist dein Fleisch? Schau mal, wir werfen einmal einen Blick. Also wichtig ist, dass man das Fleisch jetzt alle 5 Minuten dreht. Du machst dann alle 5 Minuten auf und drehst es um. Ja, warum? Ja, damit der Saft gleichmäßig sich verteilt. Im Inneren? Jetzt kann es sein, natürlich, das braucht halt mindestens eine Stunde. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber die Sendung hat halt nicht so mehr. 150? Ja, ich bin jetzt ein bisschen hochgegangen, weil sonst... Wären wir nie fertig hier. Hast du noch mal Sushi? Ja, am Ende. Das will man ja keinem zumuten. Ja. Na ja, wer weiß. Und ich mache jetzt hier habe ich einen, also Ketchup, also so ein, praktisch so, so eine Barbecue-Soße. Ich habe einen Ketchup genommen. Ja. Kannst du das selber machen mit Tomate, ein bisschen Ananassaft. Ja. Runter reduzieren Tomate, lassen. Ananassaft. Ananassaft. Ah, schön. Dann habe ich reingegeben, also gekocht werden die Tomaten in Lorbeerblatt, in Zimt, in Nelke, Piment, ein bisschen Chili. Kann ich mal kosten, Alfons? Ja. Kann man das schon? Das kannst du schon ein bisschen probieren. Und jetzt habe ich noch reingegeben ein bisschen Kaffee. So ein Instant-Kaffee, du kannst einen starken Espresso reingeben. Super. Und was jetzt? Na super, ist toll. Ja, das ist null Überzeugung. Na doch. Null. Hallo. Das ist wie wenn ich sagen muss, entschuldigen Sie, aber wo ist die Toilette? So ist mir das jetzt vorgekommen. Ja. Da kommt kein Wow, da kommt nichts. Ja, wow, sensationell, Knaller. Dieses Rauchige, kommt das vom Kaffee? Was hab ich? Dieses Rauchige da drin, kommt das vom Kaffee? Boah. Na, jetzt reagierst. Ja, ja. Entschuldigung, du hast hier. Was darf ich da was? Du hast ja ein Stück Ingwer hängen, weißt du? Ingwer? Darfst dir was wünschen? Er weiß nicht, was das ist. Oh. Sag mal. Hast du mal schon Salz schon gerochen? Es ist irgendwie geräuchert. Geräuchertes Salz, ja. Ja. Und das kommt da ein bisschen mit rein. Und Kaffee. Und das gibt dann diesen Rauchgeschmack ein bisschen. Das gibt man aber ganz zum Schluss. Das ist ja sensationell. Wenn du das nicht haben willst, lass das wie bleiben. Wie wird das gemacht, Alfons? Sowas ja, geräuchert. Ja, wie? Meine. Was ist das für ein Salz? Ein geräuchertes Salz. Ganz normales Rauchsalz. Ganz normales Fleurissel oder was? Nein, das kannst du ja nicht reichen, sondern selbst kaufen. Ja. Das wird ja gemacht. Ja. Ja, das machen die maschinell. Machen maschinell. Aber da gibt es ja zwei verschiedene. Ich habe jetzt das milde mitgenommen. Aber da gibt es eins, das ist so scharf. Ja, nicht scharf, das ist so stark geräuchert. Und was gerade ganz gut geht, wenn man jetzt grillt im Sommer und man mag diesen Rauchgeschmack ein bisschen. Ja. Dann gehst du zum Schluss mit der Mühle ein bisschen drauf, siehst du? Ja. Und hast ein wunderschön geräuchertes Salz, das ist aber nicht einmal so brutal. Merkst du es? Nein, schön. Okay, da mach die Hand noch mehr auf. Gut, wir müssen jetzt nicht übertreiben. Gleich, gell? Also. Ja. Boah. Der verdrückt überhaupt nichts. Nein, doch nicht so roh. Du bist wirklich ein netter Kerl. Aber sensibel auch. Ja, auch aber sensibel, doch, auch sensibel. Eigentlich ein harter Hund, aber manchmal bist du so ein Weichei dann. Ja. Schau mal, Alfons. Ich stehe jetzt da drinnen und ich mache jetzt Folgendes, ich mache noch so eine Kräuterbutter, also die gebe ich oben dann drauf. So rosa Hemden muss man auch gerecht werden irgendwo. Ja. Ich glaube, dass es beim Anziehen verfärbt hat. Ich habe hier ein bisschen Knoblauch geschwitzt. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel genommen, die schwitze jetzt so ein bisschen an. Ja. Gib dann ein bisschen Minze, Dill und etwas Petersilie. Super. Das riecht mal, ist eine schöne Kombination. Wow. Und dann mache ich so eine Art, Kräuterbutter, flüssige, und die gebe ich dann schön über den Steg oben drüber. Und wer super möchte, kann da noch eintauchen. Und dann mache ich diesen Caesar Salat. Weißt du, wo der Caesar Salat herkommt, Markus? Ich schätze aus Las Vegas, oder nicht? Wo kommt der Caesar Salat her? Aus Tijuana. Ganz Tijuana. Genau. Und zwar hat das ein gewisser Caesar Scardini, der hatte ein italienisches Restaurant in dieser Stadt. Das war an der südlichen Grenze. Hoppala, entschuldige, Kamera. An der südlichen Grenze zu den Vereinigten Staaten. Und der hat diesen Salat gemacht, allerdings nicht mit diesem Dressing, wo die Ami gemacht haben, sondern einfach Essig, Öl, ein bisschen drüber gegeben. Wart. Und dann wurde der Salat, den hat man dann später Fliegersalat genannt. Und dann ist ihm das zu blöd worden, dass dieser Fliegersalat so bekannt wurde. Und dann hat er einfach Caesar, das war der Vorname von ihm. Und sein Bruder, der hat Alexander geheißen, ja, der ist komplett in die Fall. Der war der Flieger, der ist dann total in Vergessenheit geraten. Der andere war stocksauer. Und dieser Caesar-Salat hat wie es Carpaccio, das ist ja auch aus der Situation entstanden genau ist, ist dann praktisch in die Welt gegangen. Und das war eigentlich Eisberg und ein bisschen dieser Romana-Salat. Super. Ein bisschen Tomate drin. Ich habe es jetzt ein bisschen eleganter gemacht, weil ich eben Tomatenfilet hineingemacht habe. Weil du auch ein eleganter Typ bist, muss man sagen. Wäre gerne. Ja. Raue Schale und so weiter. Ja. Und da ein bisschen so Knoblauch-Croutons mal dazu. Gell? Die habe ich jetzt ein bisschen angeschwitzt. Ohne Fett. Super. Ah, ohne Fett. Ganz ohne Fett. Ohne Fett, ja. Schön. Der Horst ist gerne Caesar Salad, gell? Schau mal das hier, jetzt sieht man nur, warum das Blackening heißt. Okay. Man sieht, dass die Gewürze so ein bisschen dunkel angebraten sind, jetzt nur in geklärter Butter. Mhm. Das ist jetzt der Wels, gesalzen in den
Kräutern und Gewürzen gewälzt. Und weil das so ein bisschen schwarz wird, ist das Blackening. Gart jetzt noch ein bisschen, dann bin ich auch fertig. Also wenn es richtig verbrennt, sagt man einfach, das war Blackening. Nein, das ist nicht à la Tim Melzer. Es soll nicht verbrennen, ja, aber weil eben die Stoffe da drin einfach dunkel werden, ist das Blackening. Super. Das muss, schön. Genau so muss es sein. Ja, natürlich, das würde ich jetzt auch sagen. Herrlich. Kolja, komm dazu. Ich komme. Horst, Alfons. Yes. Was brauchen wir? Oh, Stäbchen. Die guten. Machen wir mit Stäbchen. Sehr gut. Ja. Komm. Horst. Dankeschön. Oder Sojasauce direkt so zu genießen, weil Teriyaki-Soße dabei ist. Dankeschön, Junge. Mhm. Schau mal. Ja. Kolja, Alfons, kommt ihr auch dazu, bitte? Wow. Sieht spektakulär aus und ich glaube, das ist meine Rolle, ne? Die ist besonders gelungen, muss man sagen. Deine zwei liegen noch hier außen. Also, schade. Ja. Die gebe ich dem Publikum, weil die soll das Beste bekommen. Ach, ja, das stimmt. Horst, wie schmeckt's? Davon abgesehen, dass ich früher Sushi überhaupt nicht mochte. Sogar gar nicht verstanden habe. Das ist keine Lösung. Genau. Ich habe ja mal gesagt, Sushi ist auch keine Lösung. Ja. Und dann durfte ich das erste Mal beim Steffen Hensler essen gehen. Und da bekam ich den ganzen Abend Sushi. Und seit der Zeit liebe ich Sushi, aber nur, wenn er es gemacht hat. Ist wirklich wahr. Und das ist so lecker. Und jeder, der das vorher nicht probiert hat, kann gar nicht beurteilen, wie gut das ist. Weißt du, was das Interessante ist? Überraschend. Lass mich noch mal ausreden. Entschuldige. Ich war jetzt fertig. Dieses Krosse. Ja, das ist sehr lustig. Dieses Krosse da drin, das ist es. Ja. Weißt du, das im Teig gebackene Zucchiniblüte oder was, das ist sensationell. Oder was auch immer. Lauch. Das ist es. Ja, es ist eben da kross, wo man gar nicht denkt, dass es kross sein kann. Mhm. Weil es ist ja nicht. Eine Rolle ist nicht ganz so, wie sie sein soll, aber ansonsten geschmacklich sehr gut. Herrlich. Ein Schmecker. Nelson, was sagst du? Ja, also dass das lecker ist, brauchen wir gar nicht reden. Was ich aber viel cooler finde, ist, dass Steffen halt so einen eigenen Stil hat, auch das zu machen. Also so kommt es mir zumindest vor. Kannst du reden, wenn du auf Seite gehst? Ja, danke. Ja, einen kannst du mir noch lassen. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bestimmter Style. Und das finde ich, das ist ja sowieso das Schöne beim Kochen, wenn man so einen eigenen Stil auch hat. Ne? Wobei das auch mein Stil, der hier jetzt drin ist, muss man sagen. Ach so, ja gut, okay. Dann. Also heute ist es besonders interessant. Ist toll, gell? Kolja, was sagst du? Ich finde das grandios. Also da könnte ich jetzt bergeweise von essen. Das ist ein bisschen Säure, ein bisschen Schärfe, weich und knusprig, die Konsistenzen. Super. Ganz, ganz viel. Mouth-Feeling, wie der Amerikaner sagt. Vor allem, weil es auch echt so mit dem Rind. Also wenn du das hörst mit Rind, denkt man eher so, also konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn man es probiert, Hammer. Echt. Absolut. Steffen, grandios und ich würde mal sagen, diese beiden verbliebenen Rollen und auch noch ein paar mehr vielleicht an unser Publikum, oder? Ja, ich werde jetzt. Ja, komm. Komm mal rein. Ja. Vielen Dank. Ganz toll. Herrlich. Nelson ist auch gut dabei mit Kartoffelpüree. Ja. Mashed Potatoes, bitteschön. Entschuldigung. Ich vergaß. Ich wäre fertig. Nelson, ja, dann mach du erst, ja. Wollen wir Kolja das fertig zum Anrichten? Okay. Ja. Dann richte doch mal an, Kolja. Kommen wir gleich auf deine Mashed Potatoes. Ja, mein Apfel muss noch ein bisschen ruhen. Ja. Und unser Publikum kriegt einen Sekt noch dazu gereicht zum Sushi, das gleich kommt. Damit sind Sie hoffentlich einverstanden. Und wir freuen uns auf das Essen von Kolja, der uns den Blackened Catfish mit. Blackened Catfish mit Mokshu. 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 So, jetzt klingt so ein bisschen indianisch auch, gell? Ja, Mokshu. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was bedeutet, aber ich glaube, es kommt tatsächlich aus der Sprache der Ureinwohner da. Mokshu. Ne? Mokshu klingt so. Im Grunde genommen, man könnte auch. Ich schau mal gerade, ob ich das hier irgendwo habe. Paprika, Maisgemüse in Sahnebrote sagen. Aha, wird korrekt Mokshu. Genau, wird nicht Mokshu. Französisch ausgesprochen. Stammt aus dem Indianischen. Ist dann Maisgericht. Hallo. Hallo. Haben wir doch gesagt. So. Ein Sioux-Indianer, ein ganz antiker Klaner. Sei eines Tages eines Quaff, so jung und schön, er war ganz baff. Su. Kennst du das? Su wird das. Ja, aber der Gag funktioniert mit Sioux. Ja,
Okay, was haben wir denn jetzt? Lied von André Heller, kennst du das noch? André Heller, ja, ja. Wunderbar. Den Sioux Indiana. Ist ja wunderbar, aber das Lied kann ich jetzt nicht. Er folgte ihrer Fährte, weil er sie so begehrte. Bis in das nächste Jagdrevier, dort sprach er dann zu ihr. Schnucki, ach Schnucki, vor mir noch Kentucky. Kentucky. Ja, genau. In der Bar Old Shatterhand, da spielt der Indianer denn. Genau. Auf an Champas. Ja. Ja, das weiß ich nicht mehr. In die Pampas, auf an gleich den Champas. Ja. Also, du hab gesprochen, huh. Genau, du aber es gibt ja an, viel, Kolja. Viel schönere Musik da in der Ecke. Ich richte an, Mokshu, ich rede jetzt auch schon verquer, kriegt noch Koriander, ja. Grün und Basilikum. Das gibt ein bisschen Frische dazu. So, jetzt kommt Mokshu nach unten. Und der Blackened Catfish, der lebt natürlich von seinem Gewürz. Guck mal, Herr Hetzler verteilt Sushi. Hetzler verteilt Sushi. Wo war das? Ja. Pop. Da ist natürlich kein, ist das, was kein am besten Kraut gewachsen. Kein Kraut gewachsen, natürlich. Auch mit der Hand aus. Kolja, sag uns noch mal ganz kurz, das Gemüse, das wir da sehen, ne? Wie ist das genau gemacht? Also, wir sehen den Mais da drin. Mais noch mal, Mais mit Zucker und Butter. Zucker, kein Salz. Kein Salz, ganz wichtig. Eingewickelt in Alufolie. Alufolie bei 210 Grad oder so. 200 Grad. Dauert eine Stunde. Das kann man also einfach da drin lassen, kann auch nicht wirklich zu weich werden. Ich habe Paprika angeschwitzt, Staudensellerie angeschwitzt. Zwiebelwürfel, diesmal keine Schalotte, sondern Zwiebel. Knoblauch, gut angeschwitzt. Ja. Bisschen Sahne dazugegeben, dann den Mais dazugegeben. Okay. Zum Abschmecken Salz, Pfeffer und Tabasco. Tabasco, oh. Weißt du was? Tabasco, darf man das sagen? Oder nehmen Sie irgendeine scharfe Würzsoße? Ja. Aber Tabasco heißt, ist auch ein indianisches Wort und heißt eigentlich feuchtes, heißes Land. Und kommt genau da aus dieser Ecke. Ah, okay. Mississippi. Ach, das kommt aus der Kante, ja? Ja? Wusste ich nicht. Interessant. Okay. So, und das ist fertig so, oder? Das ist so fertig, genau. Fantastisch. Der das ist so fertig. Catfish. Alfons, kommst du auch einmal kurz zu uns? Ja. Nelson, bitten wir einmal zu uns. Ja. Horst, ich freue mich auch. Und Steffen, zum Probieren hier. Jawohl. Catfish, das ist deine Spezialität. Deswegen gebührt dir auch. Das ist ein Löffel. Das ist ein komischer Löffel, gell? Ja. Das erste Urteil. Machen wir es mal Catfish. Aus Catfish, ja. Komm. Horst, bitte. Hier für dich. Ihr verstanden, Catfish. Aber jetzt haben wir übersprungen, ne? Oder? Ja, Nelson ist gleich soweit. Der New York ist noch ein Land. Oh, schön innen gegart. Können wir das noch mal in Großaufnahme zeigen? Hier, ja, schau hier mal. Noch einmal. Schau mal, zeig dir mal groß. Heiß angebraten, aber dann wird er natürlich ganz sanft in der Pfanne dann noch ziehen gelassen. Super. Steffen, wie schmeckt er? Ziehen lassen. Wie schmeckt er? Sehr gut. Wie er schon sagt, wunderbar gegart. Die Kruste ist toll, dieses Blackened, ich mag auch gerne dieses Gewürz, weil es auch an der Grenze ist. Es ist nicht zu scharf, es ist so eine leichte Schärfe im Mund. Das stimmt. Ist gerade so. Oh Gott, oh Gott. Aha. Brennt schon. Brennt schon, brennt schon. Das Gemüse ist auch lecker. Der Horst kann mitsingen. Nee, gotta go me a mile. Gotta pull the pirogue down to the bio. Meet Yvonne, sweetest one me a mile. Son of a gun, gonna have big fun down the bayou. Jambalaya, crawfish pile and fish gumbo. Gonna sail my Yvonne down the Rambo. Sweet Yvonne, meet Yvonne, my oh me oh. Gonna meet me on the bayou. Da kann man sich doch vorstellen, wie man mit dem Pferd durch die Sümpfe reitet. Aber witzig an dem Lied ist, im Refrain kommen die typischen Gerichte der Cajun-Küche vor, nämlich Jambalaya, das ist so ein Reiseintopf, Crawfish Pie, das ist eine Krebspastete und Gumbo, das ist ein Eintopf. Und jetzt haben wir hier Blacken dabei. Super. Und das Ganze ist dann, wie war das nochmal? Jambalaya, Crawfish Pie and Fish Gumbo. Gonna eat my Yvonne down the bayou. Hey, funktioniert ja. Ja. Was gehst du? Jetzt sammeln. Horst, sag mal, wie es dir schmeckt. Aber wie schmeckt
Werkzeug denn? Also, ja. Steffen war schon ganz begeistert. Ja. Vor allem von der Kruste. Was sagt Horst? Also mir schmeckt der Fisch mit der Kruste so, wie gerade auch schon erklärt wurde, aber was mich total begeistert hat, ist das Gemüse mit der Soße. Ja. Warum? Es hat eine wunderbare Schärfe und trotzdem, man beißt drauf und das Fruchtige ist noch da. Das heißt, das Gemüse ist nicht zerkocht, sondern es ist so erfrischend, wenn man da drauf beißt und man sagt so, da explodiert wirklich im Mund und das ist lecker. Also sehr, sehr gerne. Und dann jetzt noch ein Stück Brot bei, für die Soße wegzukratzen nachher. Eigentlich Maisbrot sein dann am Original. Maisbrot müsste dazu, nicht mit Hefe, sondern mit Backpulver. Hm? Bitte? Maisbrot? Da gibt es einen Song zum Weißbrot, sagt er. zum Maisbrot. Das gibt es auf jeden Fall. Immer gerne. Alfons, hast du schon probiert? Meine Schulter ist immer für dich da. Und? Sehr saftig innen. Fischen. Das ist sehr geschmacksintensiv. Das ist ein bisschen... Ja, man denkt so, amerikanisch ist so Fleisch, Burger. Wenn du es alleine probierst, hat eine gewisse Energie. Gute Energie. Ist in sich stimmig. Das ist ja schon mal was, ne? Und schmeckt. Und schmeckt. Und schmeckt. Und schmeckt. Good vibrations, ja? Good vibrations. Ja. Und wir sind verbrannt, das ist ja wichtig, ja? Ja, sicher. Wir sind verbrannt. Und bitte, schaut jetzt in der Kamera ein bisschen dunkler aus, aber in Wirklichkeit ist nicht verbrannt. Nee, nee, ist nicht gemeldet, ist nicht verbrannt, ist ja, genau. Angeröstet. Sehr schön. So, was sagt Nelson? Sonst wird es ja nicht Blackening heißen. Ja, natürlich. Nelson hat es auch schon probiert. Ja, was ich halt schön finde, ist, man merkt, das ist kein deutsches Gericht, so, sondern das ist halt, ja, man... Worauf willst du hinaus, Nelson? Ja, es ist... Sag's uns. Nein, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man amerikanischer Ureinwohner ist... Mach immer weiter, ne? Sag doch einfach, wie es dir schmeckt. Aber du magst es nicht, ist okay. Ja, ich bin, also, ich, doch, es schmeckt schon, also man kann ja als Koch... Nee, man kann ja als Koch abstrahieren. Als Koch. Ja. Ja, Nelson. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Mal singe ich einfach zwei Lieder, kann ich kochen sein. Nelson, auf jeden Fall schön, dass du kommen konntest. Und, vielleicht machst du jetzt einfach mal dein Essen fertig und über alles andere reden wir nach der Sendung. Genau. Ja? Aber toll, oder? Ja, tolles das Essen. Natürlich. Da, wie er sagt, aber er hat schon recht, du musst das natürlich mögen, speziell. Ja, das, aber du musst auch den Fisch erstmal so braten. Das Problem ist, wenn du in diese Läden gehst, Moment, kriegst du den Fisch... Moment, entschuldige. Ja, immer gerne. Immer gerne. Das ist Cajun Kitchen. Das sind verschiedene Nationen, die sich treffen und jeder gibt seine Persönlichkeit rein. Das meine ich also. Und du, wenn du sagst, das magst du nicht, weil der Franzose mit dem nicht kann oder mit dem nicht. Ich kann auch mit der Französin, aber... Das ist nicht immer. Ja. Also was jetzt? Schmeckst du oder schmeckst du nicht so? Die Sachen an sich schmecken. Lass ihn. Es gibt Dinge im Leben, die sind nicht so einfach zu erklären. Ja, es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, es gibt auch Grau. Das aus deinem Munde, ja. Genau. Herrlich. Großartig. Weltklasse. Geht jetzt einfach mal was. Weltklasse. Geht mal einen Teller dahin, dann können die entscheiden. Da sitzen ja Experten. Die haben ja Ahnung. Genau. Die haben ja Ahnung. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Man muss das mögen. Ja, natürlich muss man es mögen. Es ist genial gekocht, aber man muss es mögen. Das ist doch immer so, mein Gott. Also, ja, wie immer im Leben. Also, Nelson ist, glaube ich, jetzt... Wir können machen, ja. Ist soweit, ja? Ja, ja. Ist das jetzt fertig? Ja, der Apfel wird jetzt noch, the Big Apple. Ja. So, los Können wir das einmal von oben mal einfangen? Das ist nämlich ganz schön, das hier jetzt zu sehen. So, diese Dreierkombination. Genau, also jetzt hier so ein bisschen... Trüffelsoße unten rein. Ich meine, das ist natürlich... Was ist das für eine Soße, Nelson? Nö, ist einfach eine Trüffelsoße. Einfach, ja. Einfach ein bisschen Gänsestoffleber, ein bisschen Trüffelsoße. Nee? Nein. Meine Herr. New York. Ja. Sky is the limit. So. Jetzt los. Also guck mal, da ist der Apfel, den habe ich ja gefüllt. Ja. Und jetzt, Surprise, jetzt schauen wir mal, jetzt pass auf, was wird. Achtung. Und den... Oh, wow. Respekt. Respekt. Ja.
Das kommt noch mal dazu. Ja, hier haben wir noch ich weiß jetzt, warum diese Marshmallows hier stehen, in diesen Mengen auch. Weil ich die mag. Ja, weil du zwischendurch mal, genau. Und die Kamera wird im Glück. Hast du schon gesehen, wenn man die füttert? Das wenn man die Kamera füttert? Ja, wenn man die Kamera füttert. Sieht noch schöner aus hier, die beiden. Was schneidet man jetzt drin? Fast, genau. Nein. Die mögen das, ne? Ja. Mögen nie. Markus. Wow. Ja. Gib mir das Gute. Die Kennerhand. Machen wir mal einen Raum hier. Wie Apfel schmeckt, weiß ich ja. So. Kann man essen oder was? Und ja, damit wieder zum Essen. Ein bisschen Salz drauf nochmal. Warte, zeig nochmal in Großaufnahme, wie das Ding aussieht, wenn es fertig ist, damit wir das einmal wirklich sehen. Wie nennt sich das Essen? The Big, Apple heißt es einfach. Ja. Ein Gericht, das ist. Eine Hommage an New York, die Bronx, Harlem, Queen, Brooklyn und so weiter. Ja. Also nicht deutsch. Ja, genau. Das jetzt der Nelson. Geil. Geil. Sehr geil. Was Nelson jetzt anders gemacht hat, einfach ist. Habe ich jetzt nicht eine Spezialität gesucht, eine amerikanische Spezialität und die anders zubereitet, sondern er hat eben, tja, quasi. Ja, meine, genau, das ist meine New York, Geschichte sozusagen. New York inspiriert. Ja. Darf ich auch? Ja. Du musst. Ich habe gar nicht zugehört. Was gibt's denn? Apfel. Apfel? Apfel mit Gedöns. Hier ist noch ein Stück. Apfel mit Gedöns. Da ist doch Gänsestopfleber drin, ne? Bio-Horst. Ist das die, wo die Licht ausmachen? Ja. Also erzählt zumindest Alexander Herrmann. Na, man muss es mit der Soße essen. Ja, alles zusammen da. Ja. Weil sonst schaut es richtig geil aus und schmeckt langweilig. Ja, muss alles zusammen. Aber wenn du es mit der Soße isst, kriegt es eine andere Dynamik. Ja, genau. Ja, schön ist die Dynamik. Dann kommst du. Ja. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Aber es ist eine tolle Idee. Ja, das tolle Idee. Ja, Entschuldigung. Also die Idee ist super. Ja. Sehr gut. Nee, also. Nee, also, auch nicht schlecht, die nein. Also ich finde es optisch ein absolutes Mega-Highlight, da bin ich auch bei dir gewöhnt. Ja. Und ich muss sagen, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Klar, waren ja auch die Amerikaner. Aber geschmacklich super, super lecker. Kannst du natürlich nicht jedem geben. Nee. Ne, gerade weil die Endstoffleber innen drin ist natürlich nicht so durchgebraten, wie das bei meiner Mama war. Ja. Die hat ja Leber so gemacht, dass du zur Not damit auch noch hättest Küchenfliesen reparieren können. Aber dafür war sie lecker. Das waren Küchenfliesen. Ja, war aber früher so. Ne? Früher hat man Leber zu Hause. Ja, durchgebraten. Durch, die war sowas von durch. Also ohne Soße ging das nicht. Und Schweinefilet durch. Durch, ganz durch. Alles durch. Konntest du ja Schweinefilet, konntest du ja die Fasern so rausziehen, da konntest du einen Socken draus häkeln. Ne? War früher so. Voll der Geschmack. Also ich finde das grandios. Ich finde das auch. Was er richtig sagte, ein bisschen Salz drauf. Aber wenn du Stopfleber brätst und aufschneidest, dann musst du immer ein paar Salzkörner draufgeben, damit das Salz dann auch tatsächlich ein bisschen auf der Leber schmilzt. Aber erst hinterher dann, ja? Hinterher, nach dem Aufschneiden, genau. Deswegen ist das genau richtig. Aber das ist schön, die Konsistenz dieser Leber, finde ich. Ja, die ist halt, die konnte jetzt auch noch mal ein bisschen ruhen. Super. Ja. Im Gegensatz zu den armen Gänsen, wo immer das Licht an- und ausgeht. Ja. Zum Ruhen kommen die nicht. Das ist eigentlich Steffen, wie schmeckt's hier? Hektisch. Sehr ganz klassischer Sternegang. Also er sagt ja auch von seinem Lehrchef, glaube ich. Also merkst, das ist eine ganz klassische Küche mit der dunklen Soße, das Püree, der Apfel, das Salz drauf. Also du kannst es so, besser geht's einfach nicht. In der Art und Weise, sehr toll. Finde ich auch, ganz genial. Nelson, Spitze. Vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt mal, was die da oben sagen. Und damit. Es ist toll gekocht. Wenden wir uns einem Stück Fleisch zu. Das gerade in den letzten Zügen liegt. Ja, Wahnsinn. Also wir lassen das jetzt einmal so stehen. Das ist jetzt die dickere Nummer. Ja. Jetzt holen wir uns das andere raus. Und das essen wir dann. Das ist das Bescheidenere. Ja. Ich bin jetzt hier runtergegangen mit der Temperatur noch mal ein bisschen. Jetzt durch Salz und Pfeffer. Mhm. Oh, da kommt richtig was drauf, ne? Ja. Und jetzt kann man sich da ein bisschen bitte hier den Dressing vielleicht noch drauf geben auf den Salat, wenn du magst.
Wie hast du das Dressing gemacht für den Caesar Salad? Ich habe jetzt ein French Dressing hergenommen, habe ein bisschen Ketchup reingegeben, ein bisschen Cognac, ein bisschen scharfen Senf, ein bisschen Ingwer und ein bisschen Knoblauch reingerieben. Sardellen aufgemixt, fertig. Super. Und wenn wir das jetzt anschneiden, also das ist jetzt die Paradenummer zum Anschauen da hier. Und jetzt schneiden wir uns einmal das Stück an, also wie gesagt, wenn Sie es zu Hause machen, wenn Sie es zu Hause machen, ja, das ist jetzt nicht so der Hit, aber wenn Sie es zu Hause machen, dann bitte bei 130 Grad rein für 20 Minuten und dann runter auf 100 Grad. Also okay. Ich muss jetzt leider pass auf, Großaufnahme, Alphons, warte. Okay, da sind wir schon. Jo. Wow. Treffer. Leider boah, Treffer. Schau, wie's herausläuft. Leider. Aber läuft ja nicht. Bisschen salzen, oder? Ja, so muss jetzt natürlich hier. Jetzt gehen wir mal weiter rein. Oh. Hier. Schau her. Ja. Jetzt geht's los. Das ist das Entscheidende, dass ja, hier herin, wenn du jetzt hier mit dem Finger her. Nimm deinen Finger bitte. Mein Finger. Dein Finger, mein nicht Finger. Den da, da bist du am empfindlichsten. Was ist los? Ja, dann nimm ihn halt. Jetzt. Also den. Merkst du? Ja, ja. Ist nicht zu heiß. Nein, das stimmt. Wenn hier jetzt, pass auf, wenn hier jetzt Blut rauslaufen würde. Mhm. Dann habe ich es zu heiß gebraten. Aber wenn du schaust, dann ist es in sich stimmig. Und wenn ja, ich hierher gehe, dann ist es okay. Aber wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen, naja, zu rauf mit der Temperatur runter. Und ich habe zum Schluss die letzten 10 Minuten das Ofentier aufgemacht, damit das Fleisch ein bisschen entspannen kann. Aber sonst ist es okay. Das ist sensationell. Das hätten wir jetzt hier das Gleiche. So. Jetzt müssen wir hier, bitte. Wo ist das Salz? Hier Soße und ein bisschen was. Von dieser flüssigen Kräuterbutter. Hast du ein Salz, Alfons? Ein Salz ist hier, Moment bitte. Salz einmal ist hier. Mit Salz probieren. Hier. Das ist der Steffen hat, glaube ich, schon getestet, gell? Wie ist das Fleisch, Steffen? Ja, hier das Fleisch ist sensationell. Ich muss nur noch die Soße da oben drauf probieren. Warte mal. Ja. Um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Ja. Oh, Entschuldige. Hilf. Hier ist die Soße oben drauf. Ich habe das Gefühl, ich werde gemobbt. Ich komme immer als Letzter da dran. Ja. So. No. Guck dir das an, du. Knoblauch? Knoblauch, Zwiebel, also Knoblauch, Schalotten, Dill, Minze und Petersilie. Etwas Orangenabrieb und ein bisschen Zitronenabrieb. Das ist pervers. Irre, ne? Steffen, was sagst du? Die Kruste, wo er gerade sagt, Orange und Zitrone, das macht diese Kruste aus wie Knoblauch. Da kommt nur mit die frische Aroma. Bei den Kräutern durch. Weißt du, es gibt immer richtig. Die Barbecue-Soße. Ach Gott. Und ich habe jetzt wenig von dem. Jetzt probieren wir mal mit diesem geräucherten Salz oben drauf. So, auch noch, oder? Ja. Na, wo ist denn die Mühle? Die man Lichter die ist vorne. Auf da rechts. Ja. Da rechts. Schau, da ist sie. Da ist sie. Du hast mal ein bisschen aufs Fleisch drauf. Lichter geht nicht mehr weg. Ich will auf Fleisch nicht da gar nichts drauf. Machst du mal ein bisschen drauf? Da mal. Danke. Danke. Bitte. Man kann da gut Koriander drauf, Kardamom drauf geben. Geht auch gut. Also auch mal Kardamom frisch. Ja, okay. Kardamom, Koriander, Zimt, geht auch gut. Ja. Das ist, wo man einfach sagt, der liebe Gott hat alles richtig gemacht, dass wir Zähne haben. Ne? Ja. Das andere ist noch weicher. Ja. Das ist. Ups. Wieder auf den Schuh. Entschuldige. Lass uns einmal. Das war ja eigentlich das Stück, wo wir gesagt haben, jetzt lass uns einmal das anschneiden. Die amerikanische Fleischqualität, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist einmal dieses Dry Aging. Mhm. Aber natürlich haben die Rindviecher dort auch viel, viel mehr Platz einfach zum Laufen. Mhm. Die werden ja auf Quadratkilometer, Tausende. Schau her, schau das an. Wow. Auch schön, gell? Mhm. Und das ist natürlich, das riechst du, riech einmal, riechst du das, damit du riechst, dass das Fleisch schon richtig. Wenn du das Wasser wegnimmst, rieche ich auch mal. Ne? Super. Das ist auch richtiges, also richtig Fleisch halt einfach. Boah. Das ist so für so Fleischige. Ja. Wie gut das Fleisch ist, das merkt man daran, wie viele von uns schon mal den Caesar Salad probiert haben. Ja, ja. Gar keiner. Ganz, ganz toll. So, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir hängen sonst. Starter. Weil eine sehr launige, schöne Sendung war. Wir müssen halt noch zu Horst kommen und seinem Dessert. Steffen, probier mal das Fleisch, bitte. Steffen, das Fleisch. Komm, hat einer den Caesar Salad gekostet, mal ganz kurz? Auf die Stelle. Komm, auf die Stelle. Hier, komm, jetzt gebt euch einen Ruck. Ja, ich komme. Eis, wo, was, ausstechen. Eis ein bisschen helfen. Ja, mach ich noch. Warte mal, Kolja, warte. Ich mach das jetzt für euch hier. Steffen, komm her. Was ist denn jetzt schon? Au, ja, leg auf Seite, wir müssen. Das ist das andere. Super. Ja, Kolja, lecker. Probier mal. Das ist dieser Salat, ganz grandios. Die Soße oben drauf ist Weltklasse. Weltklasse. Markus, vielen Dank und ein Riesenkompliment an dich, dass du einen guten Geschmack hast. Ja, das ist auch ganz toll. Ganz
Ganz ausgewogen. Ganz toll. Ganz toll. Boah. Schön, sehr fein. Mhm. Sehr, sehr fein. Okay, Alfons, herzlichen Dank für ein großartiges Stück Ess- und Lebenskultur, muss man mal sagen. So ganz pathetisch. Und jetzt freuen wir uns auf das Dessert von Horst Lichter, der Muffins gemacht hat. Ich habe schon probiert. Eis dazu gemacht, Horst. Ja, aber so ein typisch amerikanisches Eis. Mhm. Das sich wodurch auszeichnet? Es ist kein pures Sahneeis, sondern es hat einen relativ hohen Anteil auch an Wasser, weil ich praktisch ausgeräumt mit den Nüssen zusammen mit dem Zucker. Mhm. So, und die Kombination mit der Erdbeersoße, dem gefüllten Muffin mit dem Eis dazu, das ist so typisch amerikanisch, auch von der Anrichteweise, wo man sagt, uiuiuiui, ja, da wird man vom Hingucken schon dicker, aber auf der anderen Seite, scheiß drauf, das ist lecker, stimmt's? Ja. Genau so ist es. Weißt du, was ist für dich? Diese Erdbeersoße. Ja, ne? Da gibt es vorher einen Kick. Ja? Zum einen Kitchen nochmal. Ja? Alfons, sag's nochmal laut, die Erdbeersoße, die Erdbeersoße gibt den ganzen einen Kick zum Einditschen. Wenn du es da reinbeißt, da, verstehst, dann ist das nicht so trocken, sondern das, obwohl der ja innen saftig ist, weil er noch warm ist, aber das hat so dieses Fruchtige, hat was. Und dann kommt auch dieses Wässrige von dem Eis durch diese Erdbeere nochmal, es kriegt einen richtigen Speed nochmal. Ja, genau. Schön. Steffen? Ja. Also ich wäre froh. Ich wäre froh gewesen, wenn man Soufflé damals so saftig wie dieser Muffin gewesen wäre. Ja? Dann hätte ich gesagt, Bingo. Nein, schön. Einfaches Dessert, aber richtig gut, klassisch, richtig amerikanisch. Das ist richtig Erdbeer, Eis, Muffin, noch mit Schokolade gefüllt. Die Dinger kannst du auch super drauflegen und gratinieren mit Marshmallows übrigens. Ja, sieht auch cool aus. Ja? Das läuft noch. Aber ansonsten schönes, richtig vollmundiges Dessert. Schön an dem Muffin ist ja auch. Kann man gut zu Hause machen. Weil so ein Muffinteig ja mit Backpulver geht. Da muss man keinen Hefeteig ansetzen mit Backpulver. Backpulver ist übrigens während des amerikanischen Bürgerkriegs erfunden worden. Da hat sich jemand um die Verpflegung der Armeen Gedanken machen müssen und hat festgestellt, dass wenn man normales Brot nimmt, dass dann viel zu viel Mehl gebraucht werden muss, weil man für normales Brot mehr Mehl braucht, als wenn man es mit Backpulver macht. Logischerweise, ja. Okay. Der Rest der Geschichte gleich im ZDF Nachtstudio. Nelson, ich schmecke dir den, mein Schatz. Und zwar in einem Backpulver-Spezial. Genau. Nelson. Ja, also da ist es, glaube ich, echt egal, ob du in Chicago oder Las Vegas landest. So, also, das ist so Hammer. Also da wird man sicherlich nicht gerade schlank von, aber... Das war aber auch nicht die Absicht. Das war auch nicht die Absicht. Nee. Das war nie der Plan. Nee. Also. Das Schöne ist, die Figur ist nachher so wie so ein Marshmallow. Mhm. Ja. Ja. Ja, und dann nicht wieder hoch. Herrlich. Ja. Also, bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alfons, Kolja, Horst, Nelson, Steffen, bei Ihnen zu Hause. Für die Aufmerksamkeit, das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Danach kein Nachtstudio-Spezial zum Thema Backpulver, sondern das normale ZDF-Programm. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.